sorry. So then, and da was ich wieder eingeschalten, halber Zeit, ja. Hein kommt ein Interessanter, hein kommt der Achmüller Hermann. Der tut Lammer springen, laufen tut der Lammer, nicht? Jetzt ist er so, halber Zeit, jetzt muss ich das lösen. Der hat mit 26 Jahren, ja, hat er nicht 20 Kilo mehr gewogen, nicht? Hat leider Heavy Metal Musik gelöst, soll ich das, was ich da mit den Hochobert knacken, nicht? Und leider hat es gemacht und gefeiert und nachher hat er gesagt, er will von einem Tag auf den anderen Tag das Leben komplett ändern. Ja, und ich verstehe einmal und geht nicht drum. Na, jetzt wird das schon so. So, nehmen wir Lauter weg. Hallo und herzlich willkommen bei Privat. Heute bei mir zu Gast Hermann Achmüller, Südtirols ja wahrscheinlich erfolgreichster Marathonläufer. Zumindest hat er über 80 an der Zahl hinter sich gebracht. Und was er derzeit alles treibt und wie es dazu kam, das erzählt er uns nun. Doch bevor er auf dem Sofa Platz nimmt, dürfen wir ihn kurz vorstellen. Hola, grüß dich. Ich bin der Hermann Achmüller. Ich bin in meinem Leben ca. 140.000 Kilometer gelaufen und 80 Mal im Marathon als Wettkampf. Und da bin ich daheim. Kommst du mit? Und zwar gleich, wie das da ausschaut. Der gebürtige Boosterer Hermann Achmüller lebt in Brixen. Von hier aus geht er seinem Beruf als Vertreter für Sportbekleidung nach. Sein Büro hat er zu Hause. Meistens ist er unterwegs. An der Wand hängen Erinnerungen an viele sportliche Höhepunkte in seinem bisherigen Leben. Mit über 80 absolvierten Marathons und als derzeit siebtschnellster Mann der Welt über die 100-Kilometer-Distanz hat sich Achmüller nicht nur in Südtirol einen Namen gemacht. Seit er 1997 seinen ersten Marathon im Alter von 26 Jahren gelaufen ist, hat er jeden gelaufenen Kilometer schriftlich festgehalten. Penibel notiert er jede Trainings- und Wettkampfstrecke. Dazu kommen die originalen Startnummern der vielen Rennen, die er absolviert hat. Laufen ist mittlerweile sein Leben geworden. Es vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht laufen geht. Am liebsten dem Eisack entlang, zusammen mit seiner Lebensgefährtin Tiziana. So, und jetzt laufen wir frisch auch zu Markus ins Studio. Herzlich willkommen, Hermann Achmüller. Schön, dass du da bist. Hola, Markus. Grüß dich. Wie ist die? Jetzt bist du aber nicht hergelaufen, sondern jetzt mit dem Auto gekommen. Nehme ich mal an. Ja. Aber du warst heute schon laufen, oder? Genau, ja, war ich schon. Ja. In der Früh? Stindelgemütlich, ja. Ah, stindelgemütlich? Genau, ja. Jeden Tag? Zurzeit laufen wir 6-mal die Woche. Früher war das viel intensiver. Früher bin ich 10 bis 12-mal die Woche laufen gegangen. Jetzt durch Beruf und so habe ich nicht mehr so viel Zeit. Jetzt geht zurzeit so 6-mal die Woche. Und wie viele Kilometer machst du noch die Woche ungefähr? Auch nicht mehr so viel. Es hat sich so eingependelt, jetzt 110 bis 120. 110 bis 120? Es war aber deutlich mehr. Das war echt? Schon, ja, es war deutlich mehr. Ja. Das Doppelte ungefähr. Das Doppelte? Ja, ja. 240 bis 250 ja, ja. Oder 230? Ja, ja. Zwischen 200 und 240, ja, genau. Kilometer pro Woche? Pro Woche, ja. Du bist halt vor einem anderen mit dem Auto, nicht? Nicht toll, ne? Ja, Wahnsinn. Du bist in Bruneck geboren, 1971, als jüngstes von 6 Kindern. Wir schauen uns ein paar Bilder an. Deine Mutter war 42, als du auf die Welt kamst. Heute ist sie bald 90. Dein Vater ist leider bereits verstorben, vor gar nicht allzu langer Zeit, wie ich weiß. Aber sprechen wir von deiner Kindheit. Aufgewachsen in St. Lorenzen. Ihr wart kurz in Reischach. Genau, okay. Meine Eltern waren in Reischach. Genau, ich bin... Sind wir geboren in Bruneck, war die ersten 3 Jahre in Reischach. Und dann sind wir nach St. Lorenzen gezogen, genau. Und was hat dein Vater beruflich gemacht? Der war beim Innerhofer, wenn man sagen darf, Hausmeister, ja genau. War 40 Jahre beim Innerhofer. Das heißt, du bist in relativ einfachen Verhältnissen groß geworden? Ja. Kann man ja, das so sagen? Genau, ja, ja. Aber eine schöne Zeit, oder? Schöne Zeit, ja. Schöne Kindheit, ja. Mit 11 Landesmeister im Crosslauf. Genau, ja. Nein, Pustertalermeister. Pustertalermeister, ja, genau, okay. Genau. Und Fußball hast du auch gespielt? Fußball noch nicht gespielt, war meine große Leidenschaft, ja. Von 10 bis 14, 15 Jahren war Fußball meine große Leidenschaft. Nicht so erfolgreich wie ich gewählt habe, aber große Leidenschaft.
Aber dann, Hermann, hast du auf einmal alles, was mit Sport zu tun gehabt, hingeworfen. Stimmt das? Ich war schon sportlich. Das heißt eben, wie ich gesagt habe, bis 14, 15 Jahre ziemlich sportlich. Also Fußball, wie gesagt, war mein Ein und Alles. Habe irgendwann noch entdeckt, dass es andere Sachen auch gibt. Eben zum Beispiel Frauen und so. Und Musik. Und nein, dann war Sport einfach kein Thema mehr, mal eine Zeit lang. Das heißt, zwischen 16 und 26 war ich absolut unsportlich. Vielleicht mal ein Stückchen mit dem Radl gefahren, aber nichts sportlich. Oder nichts zerfleischt und so mal. So. Wie war das Leben damals? Du hast in einem Lebensmittelgeschäft gearbeitet, als Verkäufer, glaube ich. Gell? Genau. Du hast ein bisschen als Pizzaiolo Geld nebenher verdient. Genau. So hat man damals noch viel gekriegt für. Und in einer Freizeit gab es vor allem das hier. Und zwar Heavy-Metal-Musik. Ist das Bass, oder? Spielst du im Bass da? Bah, Musik war eigentlich ganz die große Leidenschaft da gewesen, aber wie du das Gleiche, nicht so erfolgreich. Und bei mir ist es halt so, wenn ich etwas umfange und es funktioniert nicht so, wie ich will, dann verliere ich eigentlich auch relativ schnell die Freude. Also Musik gefällt mir allem noch gut, aber ich bin leider nicht so musikalisch, wie ich will. Das heißt, du hast viele Sachen ausprobiert, aber nie das Richtige gefunden, oder? Ja, nicht das Richtige gefunden. Wie gesagt, ich bin normalerweise sehr ehrgeizig, wenn ich etwas will. Oder halt, wenn ich etwas tue, dann will ich es gut machen, wirklich gut machen. Und wenn ich es ist nicht so erfolgreich, wie ich will, dann verliere ich da relativ schnell die Freude, habe ich gemerkt. Beim Militär wird es da auch nicht umgegangen sein? Militär und allein. Ein paar Wochen gemacht. Ach so? Wirklich war allein. Ich glaube, 3 Wochen. Und dann haben sie mich heimgeschickt. Wieso? Ja. Da habe ich mir ein bisschen blöd gestellt. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich denke mir nicht umfahren. A fatto il furbo. Genau. Interessant erscheint mir, dass du deine Frau sehr früh kennengelernt hast. Du warst 18, sie war 14. Genau. Und sobald es gegangen ist, habt ihr geheiratet, oder? Ja, wir waren schon etliche Jahre zusammen. Ich war 24. 1995, ja, genau, haben wir geheiratet. Dann war sie 20 praktisch und habt ihr geheiratet? Ja, sie war 20, genau. Ich 20, ich 24, ja. So wird es gewesen sein. Dann habt ihr miteinander als Vertreter genau. Töpfe verkauft, Haushaltsartikel. Haushaltsartikel. Eigentlich ganz Südtirol, ja. Ganz etliche Jahre gemacht, ja. So zusammen war auch eine interessante Zeit, ja. Harte Verkäuferschule. Aber irgendwas war, Hermann, was mit deinem Leben nicht so in Ordnung war oder etwas hat gefehlt. Weil am 3. März 1997 über Nacht kam die Idee, jetzt fange ich an zu laufen. Nein, die Idee eigentlich ein bisschen früher gekommen. Ich war, wie gesagt, als Jugendlicher oder 14, 15 Jahre, habe ich gewusst, ich habe ein bestimmtes Talent beim Laufen, aber ich habe das, wie gesagt, durch bestimmte Umstände, lieber Ausgang und so, ein bisschen auf Seite geschoben, aber ich habe allem im Vorsatz gehabt, irgendwann möchte ich mal Marathon laufen. Aber dann ist das 10 Jahre eigentlich die Idee eingeschlafen und total unsportlich. Ich bin auch ziemlich mit dem Gewicht gegangen. Ich habe mit 26 fast 90 Kilo gewogen. Und habe gesagt, das kann es auch nicht sein. Wenn ich das nochmal machen will, dann muss ich jetzt irgendwann starten. Und habe es alles außen geschoben und außen geschoben. Und wie du noch richtig sagst, fast über Nacht ist mir das noch eingefallen. Jetzt gehe ich es wirklich an und habe mir einen Marathon ausgesucht. Das war damals der Wien-Marathon, Ende Mai. Und da gesagt, den bereite ich jetzt vor. Und dann ist es losgegangen. Und dann bist du aus dem Stand 2,56 gelaufen. Also 2 Stunden und 56 Minuten ins Ziel. Nach 2 Monaten Training. Genau. Jetzt hat man Stand, aber ja, nach 2 Monaten Training. Ja, fast. Ja, genau. Heilig wie aus dem Stand. Ich habe fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, muss ich sagen. Auch Training, ja, überhaupt keinen Tau gehabt für nichts. Ich bin einfach so viel wie möglich laufen gegangen. Und ich habe fast nichts mehr gegessen, weil ich gedacht, ich muss mit dem Gewicht agieren. Und ich wundere mich heute noch, dass das so gut ausgegangen ist. Ja. 22 Kilo hast du schon genommen, hast du mal erzählt. 22 Kilo genommen, ja. In 2,5 Monaten. Das ist extrem. Nicht gesund? Nicht gesund, glaube ich auch nicht. Ja, es war halt auf jeden extrem, ja. Habe ich noch das Gewicht unterhalten? Und nein. Ich bin jetzt hinten auch froh, dass das auch so gegangen ist. War ein wenig Glück dabei, weil man muss auch gesund bleiben bei der Vorbereitung, weil das war wirklich Harakiri-Aktion, wirklich von Stand aus. Also ich bin leider gelaufen und nein, ist gut ausgegangen. Aber war es Zufall, Hermann? Nein, irgendwo war es Vorbestimmung, oder? Weil ich meine, du hast ja als Läufer schon Talent auf jeden Fall, sonst wäre sowas gar nicht möglich. Aber du bist nicht der klassische Marathonläufer, zum Beispiel vom Stil her. Du laufst einen sehr ungewöhnlichen Stil eigentlich. Genau, ja. Also ich bin vom Organischen her sicher Talent, jetzt vom Lauftechnischen nicht unbedingt. Aber es hat mir noch recht viele Vorteile gebracht. Also viele haben gesagt, mir kann man beim Laufen nicht zuschauen, weil ich einfach ein bisschen einen eigenen Stil habe, was in die Ohren fast wehrt. Ich bewege sehr wenig die Arme und so.
Aber bis zum Schluss war das eigentlich auch mein großer Vorteil, weil wir einfach einen sehr energiesparenden Laufstil haben und vor allem einen sehr, sehr schonenden. Also ich muss auch sagen, ich war die letzten 20 Jahre so gut wie nie verletzt und das ist eigentlich mein großer Pluspunkt. Ja. Aber glaubst du nicht, dass es dann irgendwann, weil ich denke mal, irgendwann ist es vielleicht auch vorbei, irgendwann wirst du nicht mehr laufen können. Bereitest du dich auf das schon irgendwie vor? Ma, da bin ich ja schon schrittweise dabei. Ja. Also, ja. Also ich glaube, dass ich nicht mehr laufen werde, aber so wettkampfmäßig, vor allem auf dem Niveau, wird es nicht mehr lang gehen. Ich bin mittlerweile 45 Jahre, also da ist jedes Jahr auch gezählt. Aber ich werde ewig hoffentlich weiterlaufen, dann mache ich es halt mehr auch zum Spaß, aber nicht mehr so auf Leistung, sondern einfach leih, dass es mir gut tut. Weil um das geht es am Ende, oder? Um das geht es am Ende, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, jetzt schon, ich bin nicht mehr so auf Leistung so drauf aus. Also ich habe meine Kinder für meine Erfolge gehabt, ich muss es auch niemand nicht mehr beweisen. Es läuft zurzeit noch recht gut und vor allem die Geschichte mit den 100 Kilometern mit der Nationalmannschaft, die macht brutal Spaß und deswegen mache ich es auch weiter. Aber wie gesagt, ich bin bei weitem nicht mehr so fanatisch dabei wie vielleicht vor 5 Jahren oder so. Also das kann man nicht mehr vergleichen. Wir werden noch darüber sprechen, aber vorher lass uns noch einen Blick nach New York werfen. Ein Marathon, der für dich sehr, sehr wichtig war immer. Das war auch das große Ziel, diesen zu gewinnen. Das ist dir nicht gelungen. Ich glaube, du bist zweimal Zweiter geworden. Kategorie-Sieg, muss man sagen. Kategorie ja. Schon? Ah, okay. Also, aber Overall-Winner? Overall. Es war all mein Sinn, als ich bei 40 geworden bin, war mein Ziel, die Master-Kategorie zu gewinnen. Ah, okay. Also Master-Kategorie ist in Amerika sehr, sehr angesehen. Also Also overall bin ich wirklich zu schwach. New York hat man keine Chance. Meine beste Platzierung in New York war 20. Platz, aber Masterkategorie bin ich zweimal Zweiter. Ich war ein paar Mal nach und dran an den Sieg, aber hat nie ganz gereicht. Nie ganz gereicht. Wir schauen mal kurz hinein. Der Film beginnt, ist ein Bericht in der Früh. Am Morgen des großen Tages. Bereits um 5.30 Uhr sind die Marathonläuferinnen und Läufer auf den Beinen. Mit dem Bus geht es zum Startgelände nach Staten Island. Außentemperatur 4 Grad Celsius. Aber ich glaube, die Laufbedingungen müssen recht gut werden. Bis 20 vor 10 zum Start wird sicher ideal. Na, starten wir. Kind. Okay. Kaum angekommen, werden letzte Vorbereitungen getroffen. Für die Läufer, die in der dritten Startgruppe loslaufen, heißt es nun warten. Bis insgesamt 45.000 Menschen geordnet an den Start geführt werden, vergeht eben viel Zeit. Jeder Teilnehmer sucht seinen sogenannten Corral, jene nach Startnummern eingeteilte Zone, von welcher aus er oder sie zur Startlinie geführt werden. Achtung, mach sie schon. Dann fällt endlich der lang ersehnte Startschuss. Aus den Boxen dröhnt laut Frank Sinatras New York, New York. Und die ersten 15.000 Läuferinnen und Läufer überqueren die Verrazano Bridge in Richtung Brooklyn und Queens. Von dort aus geht es weiter nach Manhattan. Vor ihnen liegen 42 Kilometer quer durch New York City. Das Besondere ist genau, dass so viele Menschen dabei sind, oder? Dieser Tag, auf den du dich ja lange vorbereitest, ist ja eigentlich der Abschluss eines Prozesses, eines langen. Denn ich glaube, jeder von den Leuten, die da mitlaufen, erlebt es so. Ich habe es auch so erlebt. Dank dir bin ich auch einen Marathon gelaufen. Dass man sich lange vorbereitet und dann kommt dieser große Tag und das ist eine emotionale Erfahrung, die sehr stark ist, oder? Auf jeden Fall. Und vor allem beim Marathon ist es so, dass du bist alles auf den Tag hin. Du kannst nicht sagen, ja, wenn es heute nicht geht, dann probiere ich nächste Woche wieder. Also es ist echt eine körperliche Belastung und kann man vielleicht nur 2 oder 3 im Jahr laufen. Also es ist schon sehr intensive Vorbereitung und an den Tag muss halt alles passen. Und gerade New York, wie gesagt, ist schon der New York ist mein Lieblingsplatz, muss ich sagen. Also außerhalb Südtirol habe ich meine meiste Zeit in New York verbracht. Meine Schwester wohnt schon seit 30 Jahren dort, also bin ich relativ oft drüben. Ich bin nie richtig gut in New York gelaufen, muss ich sagen, auch wenn es nicht so ausschaut. Aber New York ist nicht so meine Strecke, bin ich nie gut gelaufen. Deutscher. Genau. Aber es ist echt einer von meiner Lieblingsmarathons neben Berlin, wo ich einfach schon 14, 15 Mal dabei war. Ja. Vielleicht können wir hier noch mal an der Stelle reinhören. Im Ziel, mitten im Central Park, brechen die meisten Teilnehmer in Freudentränen aus. Es ist geschafft.
Also der Moment, wo man ins Ziel läuft, was geht einem da durch den Kopf? Mich schon schön. So. Ich brauche Ihre Zunge, dass das selber auch miterlebt. Also, ja, immer leider nicht, zum Glück ist fertig. Die letzten 100 Meter also bei einem Marathon sind wir schon emotionenfrei, auf jeden Fall. Also, ja. Vielleicht hat man echt viel getan, also hat man ein halbes Jahr darauf hingearbeitet. Und ich glaube, manchmal sind wir uns alle Leute hier. Man fragt sich ja, wieso läuft man einen Marathon, wieso tun sich diese Leute tun? Aber ich glaube, was der so einmal miterlebt hat, meine, weiß ich schon die Antwort. Und zurück zu deinem Leben vor dem Laufen. Diese Veränderung oder diese Emotionen haben dir eigentlich gefehlt, oder? Und im Nachhinein, ist es das, was es ausmacht? Oder wo siehst du den Wert von dem, was du jetzt 20 Jahre lang getan hast? Ja, ganz genau. So. Es ist einfach ein spannendes Leben, muss ich sagen. Man kommt auf der Welt ein bisschen miteinander. Mir gefällt ja das Reisen sehr gut da. Da kann man alles gut verbinden. Ich habe brutal viel Leute kennengelernt in den letzten Jahren, also von allen Nationen. Und vor allem geht man sitzt vor allem auch viel um das. Schon nur sportlicher Erfolg, aber ich probiere nur alle Freundschaften zu pflegen, also auf der ganzen Welt. Und man kommt in New York dahin und das macht schon das aus. Macht's aus. Ja, genau. Ein besonderer Moment, Hermann, war sicherlich auch, weil du die Begegnung mit Menschen genannt hast, dieser hier. Da gibt es Fotos von der Seiser Alm und da welcomest du die kenianischen Marathon-Stars auf der Seiser Alm. Da sind wirklich Leute dabei gewesen. Wir sehen jetzt gleich ein paar Fotos. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Das sind die weltbesten Marathonläufer auf der Seiser Alm, oder? Genau. Also das Projekt gibt es ja mittlerweile nicht mehr, aber das war ein Projekt, was von, ich glaube, 2008 bis 2013 so circa gelaufen ist. Also da sind wirklich die besten Marathonläufer der Welt, also die Kenianer, auf die Seiser Alm geholt worden. Und die haben da das Glück gehabt, dass sie da zwei, dreimal mit dabei waren. Ich habe noch ein Jahr auch ein bisschen Koordinierung über gehabt. Und da haben sich auch Freundschaften ergeben und wirklich ganz lustige Geschichten auch und so. Also das war wirklich eine interessante Erfahrung. Also die Kenianer sind ja also im Marathonsport gerade die Vorzeigeathleten. Und das war auch immer ganz interessant, da einen Einblick zu haben, wie da der Tagesablauf abläuft. Ja, da haben wir so Tests gemacht. Das war auf einem unabhängigen Institut von Verona. Und da haben sie gewählt ausgefunden, was der Unterschied ist zwischen einem Kenianer und einem Weißen. Also das ist ja die ewige Frage, was haben die mehr? Und haben sie so verschiedene medizinische Tests eben auch gemacht mit dem Kenianer, mit weißen Sportlern. Und da war auch Stefano Baldini zum Beispiel dabei, damaliger Olympiasieger und so. Da haben sie einfach so Tests mit ihnen gemacht. Und was ist der Unterschied? Das ist ein physischer Unterschied wahrscheinlich, oder? Da ist ganz eine hitzige Geschichte rausgekommen. Also wenn ich dir heute erzähle, lachen die Leute allem. Bei mir ist zum Beispiel festgestellt worden, dass er von energetischen und so, weil es sind nicht keine Laufexperten gewesen, ist auch wichtig gewesen, sondern die haben das rein, also theoretisch außerfern gewählt, was der Unterschied ist. Und bei mir ist außerfern, ich habe weitaus die schlechtesten Fähigkeiten gehabt, aber von den ganzen Kenianern und von allen zusammen noch nie den idealsten Laufstil auf der Marathondistanz. Also jetzt kommen wir wieder zu der Geschichte zurück. Da soll ich sagen, ich laufe schrecklich, aber wenn man da die Theorie sieht und für die Langdistanzen, den schonendsten Schritt, war außer kein laut dem Institut, das ich gehabt hätte. Gibt es denn bei all diesen Marathons einen Favoriten? Ich denke schon. Ein ganz besonderer, und da schauen wir uns ein paar Fotos an, war dieser hier in der Schweiz. Der heißt Jungfrau-Marathon. Da geht es über knapp 2500 Höhenmeter und 42 Kilometer. Und die Sieger werden in der Straße der Sieger auch gelistet. Da sah man gerade die Fahne von 2008. Ein Moment, den du wahrscheinlich in deinem Leben nie vergessen wirst. Da sich zu beweisen oder da ganz vorne endlich mit dabei zu sein, nach langem, harten Trainieren, sicher ein Höhepunkt in deiner Karriere? Na, auf jeden Fall. Also als international bekannt bin ich sicher mit denen geworden, weil es schon einfach der Bergmarathon auf der Welt, also ist der bekannteste Bergmarathon auf der Welt und hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ich merke es auch jetzt noch, wenn ich beruflich in der Schweiz unterwegs bin und so. Also da wäre sehr, sehr oft drauf angesprochen und vor allem, es war damals sehr überraschend, weil ich bin ja kein Bergläufer in dem Fall, aber da habe ich einfach wirklich meine besten Jahre gehabt, also 2007, 2008 und bin noch einmal Zweiter geworden, noch einmal Erster beim Jungfrau-Marathon. Und ich glaube, rein sportlich sind das sicher gemessene, die beste Leistung. Die beste Leistung. Fall, auf jeden Fall. Du und privat deine beste Leistung erbringst du im Moment beruflich. dort extrem ehrgeizig, oder was ist das Geheimnis von Hermann Achmüller? Ja, genau wie du sagst, ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Also
ich suche mir noch Sachen aus, auch beruflich, was mir Spaß macht. Also wenn mir etwas Spaß macht und ich mich da reinsteige, dann probiere ich wirklich das Maximum auszuholen. Also sportlich oder beruflich und zurzeit dann ja eine Arbeit, was mir wirklich Spaß macht. Und dann machen wir mit vollem Einsatz. Und du tust Sportartikel bzw. Bekleidung vertreiben? Genau, ich vertreibe für Mannschaften Bekleidung, oder genau. Ich starte Mannschaften aus, mache das so hauptsächlich in Südtirol, aber auch in Österreich und Schweizer Vertretung. Mhm. Und das macht mir Spaß und ich arbeite gerne mit Leuten und dann auch mit Sportlern zu tun. Und das ist eine coole Sache. Wir schauen uns ein paar Bilder an von Marathons. Den ersten, den wir sehen, ist der von München, den hast du gewonnen auch. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Tag gewesen, 2005. Das ist ein wichtigster Tag gewesen, genau. Und erzähl einfach mal ein bisschen, das ist London? Das ist London, da bin ich meine Bestzeit gelaufen, ich glaube, das war auch 2005, da bin ich 2:18:56 gelaufen. Ja, war ein wichtiger Marathon. Ja, 2:18:56. Genau. Okay, ich denke an meine Zeit. Aber die Zeit ist es ja auch nicht immer, oder? Es ist ja das Laufen. Na, das sage ich jetzt gleich, oder? Ja, ich sage mir gleich. Bleiben wir bei den Rennen. Da bist du auch als Pacemaker, das ist spannend da. Ja, Pacemaker war ja so, wäre ja ständig gefragt als Pacemaker, hauptsächlich als Frauen-Pacemaker. Und das ist letztes Jahr in Berlin gewesen, wo ich die Anna Hahner zum Olympia-Limit probiert dann zu ziehen. Das war auch ein ganz spannender Tag. Mhm. Ja, ja. So eine große Herausforderung. Da gibt es dieses legendäre Zitat, das das ZDF in alle Welt ausgestrahlt hat: Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft. Genau. Das sind schon Momente, wo... Schon wichtige Momente, ja, so wie das Fall. Da auch, gell? Das, ich meine, das ist auch, immerhin das Star unter den Bergläufern. Der genau, Mitte, das ist jetzt bei der Weltmeisterschaft 2007, eben wie der Jungfrau-Marathon, wo ich ganz überraschend Zweiter geworden bin. Und das ist auch ein Bild, was da gut ausschaut, aber ist eigentlich... Da war es noch gut, denn da das ist der, der Boston-Marathon 2013. Da bist du ins Ziel gelaufen, hast diese Medaille bekommen, die jeder, der ins Ziel läuft, kriegt, bist ins Hotel. Genau, ich habe ins Ziel auf die Tiziana gewartet eben. Und dann ist sie ins Hotel, ins Ziel gekommen und dann sind wir ins Hotel gegangen, was gar nicht so weit weg war, vielleicht 500 Meter vom Ziel. Und unter der Dusche, und weil ich von der Dusche raus bin, hat eine Frau ganz nervös an die Tür geklopft. Und was sage ich noch? Eine Italienerin, die eben, wir haben den nicht gekannt, aber der hat an die Tür geklopft. Na, was sage ich noch? Was sage ich noch? Wisst ihr, was passiert ist? Ja, was? Ja, Attentat. Und dann haben wir im Fernsehen geschaltet und Das heißt, ja, im Zielgelände damals eine Bombe hochgehen lassen, zwei tschetschenische Brüder, die dann über spektakulär über Tage verfolgt worden sind. Ich glaube, einer ist erschossen worden, der andere im Gefängnis. Ganz genau. Wir waren ja damals noch im Osten und da war wirklich vor einem Tag auf einen anderen Krieg. Das war Krieg. Das heißt, was man jetzt auch... So, man fühlt sich so an. Da ist die ganze Stadt abgeriegelt worden und Panzer sind durch die Stadt gefahren und eine Verfolgungsjagd mit den zwei Brüdern. Und, das war brutal. Das heißt, du bist viel später heimgeflogen und hast das alles miterlebt, oder? Wir haben noch ein bisschen Glück gehabt. Wir sind gerade noch weggekommen. Also ich glaube, wir sind am Dienstag auf Nacht noch weggekommen. Aber dann ist die Stadt total abgeriegelt worden. Also wir sind noch ganz gut weggekommen. Und das war auch ein Zeichentag, Hermann, und dann hast du dich auf die 100 Kilometer Distanz konzentriert, hast irgendwann die Entscheidung getroffen, jetzt laufe ich 100 Kilometer. Das heißt, wieder einen Schritt weiter. Wieder ein neues Ziel, oder? Also mein Ziel war eigentlich schon, das habe ich schon einmal vielleicht 5 oder 6 Jahre früher getroffen. Und ich sage mal, irgendwann zum Abschluss der Karriere möchte ich mal 100 Kilometer laufen. Da gibt es das berühmte Rennen in Italien, 100 Kilometer del Passatore, also das ist ja so ein legendäres Rennen. Und ich habe gesagt, zum Abschluss der Karriere, das war noch eben 2013 so weit gewesen. Und man denkt mal, den laufe ich einmal. Und der ist noch überraschend gut gegangen. Also da bin ich also Zweiter geworden bei der Italienmeisterschaft und bin Landesrekord gelaufen. Und dann ist die Geschichte weitergegangen, die Einberufung in den Nationalteam und mit 42 Jahren. Und dann habe ich gesagt, wenn das schon so ist, dann hänge ich noch ein weiteres Jahr an. Und so mache ich das jetzt Jahr für Jahr, sage ich mal, ein Jahr hänge ich an. Mhm. Aber schauen wir mal, jetzt bin ich mittlerweile 45. Schauen wir uns da ein Foto an. Sam, wird sicherlich einiges an Erinnerungen wieder wach. 33 Jahre alten Landesrekord verbessert steht drunter unter diesem Sensationsdebüt. Das heißt, die Erfahrung, in weniger als 7 Stunden über 100 Kilometer laufen zu können. Ja, und vor allem muss man sagen, das ist ja nicht eine flache Strecke. Man macht da 1200 Höhenmeter, also man läuft immer den Apennin über. Und da unter 7 Stunden ist nicht ganz, ganz einfach. Da läuft man schon einmal im Marathon um die 2,40, 2,45 und das zweimal hintereinander und dann einen Halbmarathon drauf. Also schon ein
körperliche Anstrengung, auf jeden Fall. Aber es geht dir da durch den Kopf, dass das möglich ist? Ja, darf man nicht so viel denken. Also. Einfach dienen? Einfach dienen, das ist ein langer Arbeitstag, auf jeden Fall. Und so oft macht man das ja nicht. Also, das ist nicht etwas, was du alle Wochen machen kannst. Sondern da braucht es schon sehr viel Vorbereitung. Und wie bereitest du dich da vor? Ist das ein ganz anderes Training, oder? Nein, absolut nicht. Also, es ist sehr viel ähnlich mit Marathon zu dienen. Also recht viel anders ist nicht einmal, muss ich sagen. Also, es wird alles weniger intensiv gelaufen, also so intensiv braucht man nicht. Und die langen Läufe werden halt länger gemacht. Der, was früher 35 war, sind halt jetzt 70. Aber das passiert auch nicht so oft. Das ist 5-6 Mal im Jahr, wo man so lange Distanzen läuft. Also die Vorbereitung ist nicht einmal so viel anders. Einzig, wie ich davor gesagt habe, ich trainiere mittlerweile viel, viel weniger wie noch vor 5 Jahren. Aber gezielter? Also, oder? Gezielter, ja. Ja. Wie gesagt, ich mache jetzt einen Ruhetag und so. Nein. Wenn ich vor 10 Jahren die 100 gelaufen war, wäre ich sicher schneller gelaufen wie Heinz, da muss ich auch dazu sagen. Mhm. Aber ich rede mir da ganz gut um und wie gesagt, ich bin im Nationalteam und es funktioniert noch ganz gut. Ja. Was kommt jetzt noch? Ja, jetzt heuer machen wir noch die Saison fertig. Also jetzt heuer ist wieder der Passatore in der Meister dann und ich bin einmal Zweiter, einmal Dritter geworden, einmal Zweiter. Also das Ziel ist, den einmal zu gewinnen auf jeden Fall. Mhm. Und im November noch die Weltmeisterschaft in Spanien. Und dann schauen wir mal, ob wir noch ein Jahr dranhängen oder nicht. Zum Abschluss noch was ganz Privates. Wir haben noch ein paar Fotos von dem, was du am liebsten tust, vorbereitet, wenn du nicht läufst. Das stimmt allerdings auch nur begrenzt. Aber dazu dann noch, wenn es soweit ist. Das ist, glaube ich, Canyonlands oder das ist Monument Valley. Monument Valley. Genau. Aber selbst im Urlaub gehst du natürlich laufen. Das ist in L.A. Genau, L.A. Venice Beach, glaube ich. Ja, Santa Monica. Santa Monica. Genau, genau. Das heißt, Reisen ist für dich wichtig, Hermann. Warum? Reisen ist auf jeden Fall Freiheit und das taugt man, wie zum Beispiel gerade hier in Australien. Nur 3 Wochen durch Australien mit dem Camper ist schon eine coole Sache. Ja. Und das ist vor allem eine Leidenschaft, was ich auch mit der Tiziana teile. Also sie ist da voll dabei. Ja, und zweimal im Jahr, also im November meistens ein bisschen länger, im November wird es meistens 4-5 Wochen, früher ein bisschen weniger, dann geht es einmal auf Reisen, ja, genau, einfach andere Länder. Also wir machen nicht Urlaub im klassischen Sinn, ins wird man nie auf den Strand liegen sehen oder so, oder höchstens einmal einen Tag, aber es ist einfach Plätze anschauen, ja, das glaubt man. Und diese Freiheit, ist, die du offensichtlich so sehr schätzt und die dir auch diese Erfahrungen ermöglicht, ist auch ein bisschen der Grund, warum du nie eine Familie gegründet hast? Das ist mit der Grund, ja, auf jeden Fall, auch, auf jeden Fall, also... War sicher mit der Grund. Also, aber noch ist ja nicht zu so spät, aber. Ja. Ja? Nein, ich weiß nicht. Nein, das war auch immer so, wie ich es halt nach außen geschoben, also auch mit Kindern und so, weil ich einfach gesagt habe, es ist schon einfach nicht der richtige Zeitpunkt, ich brauche noch meine Freiheit und das sage ich halt halb noch. Sage ich halt noch, ja. Aber mir ist die Freiheit ganz, ganz wichtig. Ja. Vielleicht kommst du noch, wer weiß. Ja. Ja, kann ja sein. Kann ja sein. Lieber Hermann, Ende Mai, hast du gesagt, kommt der Passatore, 100 Kilometer erneut. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du ihn einmal gewinnst. Und tu der Pitchi nicht weh. Ah nein, das wird schon gehen. Ihnen ein Dankeschön fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Das war privat. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen und machen Sie es gut. Hundert Kilometer tut er laufen. 100 Kilometer, das müsst ihr mal vorstellen. Er kommt hier nicht einmal mit dem Auto. 100 Kilometer, wie weit ist es jetzt? Jetzt war es ja darum, den Marathonläufer nicht viele Frauen haben. Er hasst ja, Marathonläufer haben nicht viele Frauen, weil in die kommt ja auch keine noch. So, jetzt so.